Oder hier? Da! Nee. Ach, scheiße, Mann. Mir ist so warm, ich kann mich nicht konzentrieren. Aus dem Weg! Das soll jetzt keine olle Ausrede sein. Meine Hände schwitzen, ich kann den Controller nicht vernünftig halten. Und mir ist warm. Warm! Da! Oh. Gott sei Dank. Gerade recht. Mit diesem Zaubertrank werde ich mich in ein schreckliches Ungeheuer verwandeln und deine Herrschaft für immer beenden. Bist du sicher, dass du nicht schon davon getrunken hast, du alte Schachtel? Sieh zu und bestaune meine Macht! Ja, ja, Schluss mit dem Theater. Trink es und lass uns kämpfen. Mach dich auf deinen Tod gefasst, Cusco. Würdest du das Zeug bitte einfach trinken? Na gut, aber ich warne dich. Trink! Okay. Oh. Das erklärt die Cutscene. Ha! Oh nein, ein gefährliches Kätzchen. Hilfe, Hilfe! Verflixt! Ich muss den Zaubertrank bekommen, der mich wieder in einen Menschen zurückverwandelt. Aber denk ja nicht dran, mir zu folgen, Cusco. Warum? Denn wenn du mir durch diese gefährliche Plattformebene folgst, wirst du die Chance bekommen, zum letzten Zaubertrank zu gelangen. Ah, verstehe. Was ist, wenn du es zuerst schaffst? Tust du sowieso nicht, weil ich inzwischen ein prima Lama bin. Du wirst dann für den Rest deines trostlosen Lebens ein Lama bleiben und Gras fressen. Was war das gerade für ein Geräusch? So, ein letztes Rennen zum Ziel. Das steht fest. Na dann los! Ich werde dich besiegen und mich wieder in mein wunderschönes Ich verwandeln. Vergiss es, Isma, Baby. Der letzte Zaubertrank gehört mir und im Handumdrehen bin ich wieder ein Mensch. Okay, ich möchte jetzt auf jeden Fall erst noch ein bisschen Energie aufsammeln. Ist das jetzt schon? Ich werde dich besiegen und mich wieder in mein wunderschönes Ich verwandeln. Vergiss es, Isma, Baby. Der letzte Zaubertrank gehört mir und im Handumdrehen bin ich wieder ein Mensch. Kontrollpunkt. Ah, okay. Bahn frei, Lama kommt! Ich werde dich besiegen und mich wieder in mein wunderschönes Ich verwandeln. Entschuldigung, muss ich mich... Oh Gott, gerade mal an der Nase kratzen. Aber das ist ganz cool hier. Das gefällt mir. Oh, ich habe nach oben gelenkt und ist nicht nach oben gegangen. Ja, ist okay. Kontrollpunkt. Zum Glück habe ich noch 6 von den Viechern.
Also, man sieht sich. Ein Geheimnis wieder verpasst. Natürlich, war ja klar. 60 von 70. Edelstein wollte ich gerade sagen. Münzen. Ja, ich möchte das Spiel. Das sieht falsch aus. Boom, Baby! Sieh mich an, ich kann fliegen. Gesicht sah leicht verpeilt von ihm aus. Ah! Da war schon durch. Also ich finde es für ein Lizenzgame eigentlich ganz cool so. Vor allem haben wir sehr, sehr viel Abwechslung, finde ich. Also halt, ja, diese mit den unterschiedlichen Tieren, das Ganze, dann diese überhaupt unterschiedlichen Welten. Dann, ja, diese 2D-Passage, nenne ich sie jetzt mal jetzt im letzten Ebene, dann ja diese Geister-Dinger, ich weiß, ach, auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel Abwechslung. Ich will es jetzt nicht mit Herkules vergleichen, weil Herkules finde ich, weiß ich nicht, das kann auch sein, dass da einfach meine Kindheit mit reinspielt, weil Herkules habe ich einfach geliebt damals. Eigentlich kann man es auch nicht wirklich vergleichen, aber Herkules hat halt auch viel Abwechslung gehabt. Aber ich finde, also ich finde, es ist auf jeden Fall ein lustiges Spiel, wenn man günstig drankommt. Auf jeden Fall immer spielenswert. Vor allem zum Ende hin hat man auch vielleicht gemerkt, dass die, also die Level wurden definitiv auch schwieriger zum Ende hin. Und auch, ja, die Geheimnisse. Teilweise, also in dem ersten Levelgrüppchen war das total einfach, da die Geheimnisse zu finden, aber das war dann pro Levelgrüppchen irgendwie immer ein bisschen anders. Zum Beispiel in dem Nachtwald nachts habe ich überhaupt keine Geheimnisse gefunden, bis ich dann mal nach dem Guide gegangen bin, um zu sehen, wo denn da jetzt die Geheimnisse sind. Und da war das irgendwie so ein bisschen dunklerer Punkt so in der Wand, wo man auch gesehen hat, dass das 3D ist, wenn man es wusste. Ja. Aber ansonsten finde ich das Spiel mega cool. Also ich habe mich jetzt nicht getäuscht irgendwie damals, weil es ist zum Beispiel auch bei Oni, sag ich es jetzt mal, ist es das Paradebeispiel. Ich dachte halt, ich habe das so im Gedächtnis gehabt, so voll cool, so, boah, geil. Dann habe ich es gespielt und war es das letzte Ranz-Game, bis auf vielleicht das erste Level, was eigentlich ziemlich Spaß gemacht hat. Aber der Rest war einfach... Nein. Aber das hatte ich jetzt bei Königreich von Lava gar nicht. Also ich finde, das ist ein schönes Spiel. Auch sehr lustig. Also von dem Zeug, was da gequatscht wird. Und... Ja, also ich fand's super. Gut, dann wollte ich euch zwei Sachen... Hast du meine Nuss gegessen? Du schuldest mir eine neue Nuss.
kriegen. Ich bin so stolz auf euch. Ich wollte euch ja noch zwei Sachen zeigen. So. Genau. Das werde ich jetzt aber ein bisschen zusammenschneiden, denn das hat irgendwie dezent Ladezeiten, um die Bilder zu zeigen. Aber das werdet ihr gar nicht mitbekommen. Nur falls Leute das gucken und dann sagen, warum lädt es bei dir so schnell? Ich schneide das. So, dann werden wir mal mit dem ersten Galeriebild anfangen. Ja, eigentlich solltet ihr jetzt ein kleines Bildchen sehen. Allerdings muss ich noch was dazu sagen, denn wir haben jetzt nicht mehr den Tag, den wir vor euch 5 oder 10 Sekunden hatten. Denn ich habe das letzte Mal dieses Bild einfach nicht zum Laufen gekriegt. Also es hat nicht geladen, egal was ich getan habe. So, jetzt wollte ich es einfach heute nochmal probieren, denn das letzte Mal, als ich hier aufgenommen habe, war schon sehr warm und ich dachte, weil die PlayStation an sich auch selbst sehr heiß wurde, habe ich mir gedacht, komm, machst du dann, wenn es ein bisschen kühler ist. Was jetzt der Fall ist, aber meine PlayStation wollte einfach nicht. So, dann habe ich ein paar unterschiedliche Positionen ausprobiert. Einfach normal hinlegen, das klappt eigentlich bei den meisten PlayStations, die ich habe, nicht. Ich habe 4 Stück. Am besten ist es eigentlich immer hochkant stellen. Nur das hat halt auch nichts gebracht. So habe ich eigentlich auch die ganzen letzten Male ein Königreich für ein Lama gespielt. Aber ja, habt ihr gesehen, hat nichts gebracht. So, dann habe ich heute mir meine andere PlayStation genommen. Und habe es da probiert. Und es ging schon ein bisschen besser. Allerdings musste ich auch erst wieder unterschiedliche Positionen ausprobieren. Also hochkant, auf dem Rücken quasi, ein bisschen im Winkel irgendwie, aber das Einzige, so weit wie ich gekommen bin, war, dass das Bild geschnitten dargestellt wurde, dass 3 Galeriebilder auf einmal zu sehen waren, aber halt immer nur ein Drittel davon. Also es sah ganz merkwürdig aus. Ich kann es euch ja mal einblenden, denn ich habe es aufgenommen. Ja, dann die nächste PlayStation, also meine dritte, die ist nicht mal ins Spiel gekommen. Auch unterschiedlichste Positionen ausprobiert und jetzt die dritte, die funktioniert in der ganz normalen Position, allerdings ist dieser komische Einrastding, womit die Klappe aufgeht, der hängt da so halb, ich hoffe mal nicht, dass die Klappe irgendwann von selbst aufgeht, weil der ist nicht komplett eingerastet, also ich könnte da jetzt gegenkommen, ich glaube, dann würde der Deckel aufspringen, aber es funktioniert so und wir gucken uns jetzt mal das erste Galeriebild an. So, nächster Cut. Das hat jetzt auch nicht funktioniert, denn es wurde wieder 3 geteilt dargestellt. Aber ich habe sie jetzt hochkant hingestellt und jetzt funktioniert es. Ich habe es extra schon mal getestet, jedenfalls bei dem ersten Galeriebild. Deswegen schauen wir uns das jetzt zusammen an. Ja, mal gucken, was uns da erwartet. Ich weiß es schon, aber... So, wir haben hier ein kleines Dorf, was sehr chaotisch dargestellt wird. Wir kriegen es auch leider nur so kurz zu sehen. Es wäre schön, wenn man das wegdrücken könnte. Aber wenn es überhaupt funktioniert, bin ich ja schon mal froh. So, Galerie Nummer 2 vom Dorf. Da haben wir, was haben wir denn da? Das kleine Kind da, was uns erzählt hatte, wie was funktioniert. So eine kleine Charakterzeichnung. So, Galerie Kapitel 3. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Das ist aber der mit der schönen Stimme. Ich mag den. So, das kriegen wir auch wirklich nur bei den Kapiteln, wo wir alles gefunden haben. Also alle Münzen, alle Kuscheltiere. Was ist das denn? Das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. So, dann sind wir jetzt schon in der Dschungelnacht. Ach, die Fliege, die da im Netz hing, genau. Dschungelnacht 2. Ah, das Cusco. Einfach nur, also das mittlere Bild oben, das sieht irgendwie gruselig aus mit diesen großen schwarzen Augen oder Sonnenbrille oder was das sein sollte.
Dschungelnacht 3. Das ist nochmal der von eben. Oder ist es ein Angreifer? Ich weiß nicht. Aber ich glaube, das ist der von eben, der mit der lustigen Stimme. So, Fluss 1 hätte ich noch zu bieten. Ach, das ist auch das Mädchen, was uns Sachen erklärt hat. Ich finde lustig, dass der Mund irgendwie blau ist und der Rest schwarz-weiß. So, Kapitel 2 haben wir leider nicht. Kapitel 3 auch nicht. Kapitel 4 auch nicht. Hier haben wir Galerie Dschungeltag. Habe ich eben Dschungeltag schon mal gesagt? Ich meinte natürlich Dschungelnacht. Oh, das ist aber schöne Bleistiftzeichnung. So sieht es jedenfalls aus. Dschungeltag Kapitel 2. Also ich habe nicht alles geholt. Ich habe eigentlich... Ah, das ist so eine fleischfressende Pflanze im Dschungel. Auch cool. Ich habe halt nur geholt bis Flusskapitel 1. Und halt dann haben wir halt nur noch das, was ich auch im Video auf 100% geschafft habe. Da habe ich mich jetzt nicht weiter drum bemüht, da noch irgendwas zu holen. Was ist das denn für ein dicker... Ah, diese dicken Vögel haben wir auch schon mal gesehen. Die müssen wir, glaube ich, sogar angreifen. Meine ich mal. Da hören wir doch relativ viel noch auf 100% irgendwie. Ah, das ist die Brücke. So Bilder finde ich auch cool, die halt nicht so quadratisch sind. Oder, sagen wir mal, rechteckig. Sondern so einen Bogen dann noch da drin haben. Hat auch sehr gut mit der Brücke harmoniert. Ah, das ist der dicke Bauer, oder? Mit dem wir da die ganze Zeit rumgelaufen sind. So, das haben wir nicht. Aber die Innenstadt Kapitel 1. Sieht auch sehr schön aus. Kapitel 2 der Innenstadt. Oh, das ist aber schön, schön bunt. Sieht so aus, als ob die beiden gerade essen würden und das teilen. Süß. Innenstadt Kapitel 3. Ach, das ist Isma. Die hat aber auch eine Wespentaille, ne? Ist mir so im Spiel gar nicht aufgefallen. So, Katakomben 1 haben wir nicht, Katakomben 2 haben wir auch nicht, 3 auch nicht, 4 auch nicht, 5 auch nicht. Schön. Ismas Labor haben wir auch nicht, haben wir auch nicht. Hier haben wir noch was. Ismas Labor Kapitel 3. Ich dachte, das wären Kühe gewesen. Keine Schweine. Und da haben wir auch nichts. Und da auch nicht. Ja, das waren jetzt diese Bildchen, die wir bekommen haben, wenn wir pro Level 100% hatten. Ich weiß nicht, ob es irgendwas dafür noch extra gibt, wenn man überall 100% hat, aber das ist es, der Aufwand ist es mir nicht wert irgendwie. Ich glaube, ich hätte nicht so viele Probleme damit, da 100% zu holen, wenn man dann wirklich nicht alle Münzen nochmal holen müsste, sondern das gespeichert ist, welche Münzen man nicht hat. Zum Beispiel wie bei Spyro, dass wenn man dann Level betritt, dass schon alle Edelsteine weg sind und nur noch die darum liegen, die einem fehlen. Das wäre, glaube ich, einfacher, vor allem in den Flussleveln und so. Aber gut, ich hatte euch ja noch versprochen, es waren zwei Sachen, die ich euch zeigen wollte. Und zwar, ja, einmal das mit diesen 100% Sachen und wo ich eigentlich schon im Spiel drüber reden wollte, was dann aber nicht passiert ist, weil ich mir bei dem Punkt, wo es war, unsicher war, weil ich das irgendwie anders in Erinnerung hatte. Denn wenn man sich vielleicht zurückerinnert im Spiel, gab es da eine Stelle, wo man oben, da war so ein Koch oder so, und dem musste man irgendwas vom Tablett schießen oder so. Und ich denke mal, dass das die Stelle gewesen ist, wo
etwas passiert ist, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe und danach auch nie mehr, also was ich vorher nie gemacht habe und was ich danach auch nie mehr gemacht habe. Und zwar, ein Hund bellt. Gibt es ja hinten in der Bedienungsanleitung schöne Telefonnummern, wo man anrufen kann. Zum Beispiel die Powerline for Game Help. Und ich wusste damals einfach nicht, ich glaube es jedenfalls mal, ich wusste nicht, wie man an diesen Cusco-Kopf rankommt, der da oben auf diesem Tablett war. Ich versuche euch mal die Szene einzublenden, wenn ich sie schnell finde auf YouTube. Entschuldigung. Ja, und zwar habe ich dahin angerufen. Ich kann euch ja mal die Nummer sagen, weil die wird es wahrscheinlich sowieso nicht mehr geben, jedenfalls nicht in der Form. Und zwar ist das für Deutschland die 0190 578 578. Ist mit einem Sternchen versehen, denn der Anruf pro Minute kostet 1 Mark 21. Für Kinder und Jugendliche sollten vor dem Anrufen der PlayStation Powerline die Eltern oder Beziehungsberechtigten um Erlaubnis fragen. Das habe ich auch gemacht, denn meine Mutter konnte mir auch nicht sagen, wie ich da hochkomme. Aber eigentlich war es ganz einfach, musste dem Ding einfach nur so einen Kern gegen den Kopf schießen oder so. Aber das Lustigste ist, die Leute bei der Powerline Game Help konnten mir auch nicht weiterhelfen. Aber ich habe es dann anscheinend doch irgendwie geschafft, denn ich kann mich ja auch noch an die Katakomben erinnern. Von daher, ja, waren es ein paar Mark irgendwo hingeschossen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich dahin angerufen habe. Ich glaube, die haben auch nicht wirklich eine lange Warteschleife oder so gehabt, also es war nicht ganz so schlimm. Ja gut, das war auf jeden Fall die zweite Sache, die ich euch sagen wollte. Ich weiß nicht, das ist mir irgendwie so im Kopf geblieben, weil ich habe das noch nie so gemacht, aber irgendwie lustig, ne? Gut, dann vielleicht könnte ich euch noch jetzt erzählen, was es denn als nächstes für ein Spiel geben wird. Und ich hoffe mal, dass meine PlayStation 1 das hinkriegen wird. Also die ich jetzt gerade benutze. Weil jetzt gerade läuft es ja ganz gut im Vergleich zu den anderen PlayStation 1s. Denn ich möchte nämlich endlich mal die Reihe weiterführen. Es geht nämlich dann weiter mit Oddworld Apes Exodus. Yay. Ja. Also der zweite Teil, der... Ich weiß gar nicht. Ja, eigentlich für die PlayStation 1 gibt es ja nur zwei Teile. Und dann, ich weiß gar nicht, ob ich... Nee, habe ich noch nicht. Dann werde ich nämlich... Ich weiß nicht, danach, ob direkt danach oder... Das übernächste Spiel werde ich dann auch New and Tasty spielen. Weil dann sind wir für Soulstorm gewappnet, wenn es dann irgendwann mal rauskommt. Ja, das war's schon. Also, nächstes Spiel ist Oddworld Apes Exodus mit 2D natürlich. Ja, dann hoffe ich, euch hat dieses Let's Play gefallen. PlayStation hat zwar sehr viel rumgemuckt, aber ich glaube, da habt ihr relativ wenig von mitbekommen. Ja, gut, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, also den restlichen Sonntag. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich eh keinen Sonntag haben, sondern mitten in der Woche, aber ich habe noch einen Sonntag. Ja, und hoffentlich sehen wir uns dann bei meinem nächsten Let's Play wieder. Tschüss!